Was für Aufnahmen von unserer wunderschönen Stadt. Ich habe mir sagen, die Strassen sind deutlich leerer als in diesem Clip. Ich war zwar nicht mehr der seither. Und unser Alltag ist bestimmt viel langsamer als jetzt die Bildfrequenz auf diesem Clip. Herzlich willkommen, Blessed Benetton. Mega schön, dass ihr eingeschaltet. Wir sind jetzt hier in unserer Stube. Normalerweise säcken da meine Gielen das um und spielen mit mir. Heute sind sie weg und wir können zusammen Blessed Band at Home haben. Mega schön, ich freue mich auf die Zeit mit euch. Mega gut habt ihr eingeschaltet. Mein Name ist Davis Möri, ich bin Co-Gründer und Co-Leiter von Blessed Band, der Anlass in Bern, wo junge Menschen aus Bern zusammenkommen und zum Glauben an Gott ermutigt werden. Normalerweise sind wir im Theater National im Hirschengraben. Geht leider nicht, darum sind wir da. Aber ich habe gedacht, wir schicken doch einander oder teilen doch miteinander unsere Standorte, wo wir so sind. Machen doch ein Selfie. Jetzt gerade dort, wo ihr seid, wo ihr Blessed Band at Home verfolgt, tut es, post auch Story auf Instagram, wenn ihr Instagram habt, Hashtag Blessed Band at Home. Ich mache das auch gerade und ich freue mich, eure Bilder zu sehen. Merci fürs Mitmachen und ich würde gerne noch starten mit einem Gebet. Gott, danke für die Möglichkeit, dass wir heute Abend verbunden sein dürfen. Die will immer geschehen in den kommenden Minuten und wir geben dir alle Ehre. Du hast die Macht über Himmel und Erde für alle Zeit. Danke, bist du da. Amen. Ich habe vorhin erwähnt, dass bei vielen sich der Alltag entschleunigt hat. Aber es ist nicht bei allen der Fall. Wir haben nachher gefragt auf Instagram, hey, wie seid ihr besonders gefordert in dieser Situation? Und etliche haben sich gemeldet. Zum Beispiel eine junge Frau hat gesagt, sie arbeitet in Bern in einem Spital auf der Intensivstation. Und sie haben alle Hände voll zu tun. 12,5-Stunden-Schichten, Patienten aus dem Ausland, Elsass, Italien. Und es ist eine Frage der Zeit, bis ihre Intensivstation, ihre Betten einfach voll sind, überfüllt sind und sie einfach nonstop werden müssen dran sein und arbeiten. Eine andere Person hat gesagt, er sei im Militär. Was er dort erlebt, wird er euch jetzt gerade erzählen. Mein Name ist Cedric. Ich bin einer der VUI aus einem der Schweiz-Bataillon und schon eigentlich, vor dem Dienst war ich noch 5 Wochen im Outreach in Äthiopien und habe dann eigentlich vom Enddienst in den nächsten gesprungen. Und ja, meine Herausforderungen im Alltag sind so aus, dass ich quasi fast nie zur Ruhe komme, Zeit für mich habe, weil halt einfach viele Leute um mich herum sind, so wie wahrscheinlich bei den meisten von euch. Und gleichzeitig auch, dass ich weiss, dass ich im Moment einfach quasi bis Ende Juni nicht mehr heimgehen darf. Und das ist natürlich schon auch immer wieder belastend. Wenn ich so Geschichten höre, das bewegt mich. Ich meine, wir sind auch gefordert in dieser Situation und es ist nicht einfach. Aber es gibt Leute, die noch viel mehr gefordert sind, als ich das bin. Und darum fände ich es angebracht, wenn wir als Blessed Band heute im Moment ruhig werden können und die wollen, dürfen beten. Für die Leute, die besonders gefordert sind. Sei es, weil sie selber krank sind, weil sie Leute haben im Umfeld, die krank sind. Oder weil sie besonders gefordert werden, viel Leistung müssen bringen, weil sie viel Verantwortung müssen übernehmen. Und in der Bibel heißt es, Matthäus 18, Vers 19, aber auch da sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Und 1. Johannes 5, 14, deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und in diesem Sinn, lasst uns leicht ruhig werden und einstehen im Gebet für all die Leute, draußen, die gefordert sind. Amen. Amen. Wisst ihr, was es heisst? So sei es, so geschehe es, wir vertrauen. Merci vielmals für euer Gebet. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mega stark finde. Ich merke, dass da die Menschheit, oder die Menschheit, die Leute, die ich in meinem Umfeld habe, dass dort ein Change passiert ist in dieser Zeit. Weg von einem egoistischen Denken hin zu einer Solidarität, zum
ja, wirklich schauen, dass es dem anderen gut geht. Ich finde es mega schön und darum mega cool, dass wir heute immer jetzt auch für die Leute, ja, die Leute denken und einstehen im Gebet. Yes, hey, als Presse Bern möchten wir euch die Gelegenheit geben, mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben ein Team, das bereit ist, eure Message entgegenzunehmen. Schreibt uns auf Instagram, per Mail, wenn ihr eine Nachricht habt, wenn ihr ein Anliegen habt. Die Leute, die auch sehr gerne für euch, mit euch beten, meldet euch ungeniert, sie sind dort ready für euch. Zudem haben wir jetzt auf Instagram postet, Anliegen postet, bestimmte Anliegen postet, wo wir wetten, dafür beten. Wenn etwas von dem dich betrifft, auch dort darfst du dich sehr gerne bei uns melden, via Instagram oder via Mail. Was jetzt folgt, ist ein Worship-Song. Und Worship, das ist Englisch und heisst Anbetung. Ich liebe und ich ehre Gott. Und die Musik ist eine Form, wie ich meine Liebe und meine Dankbarkeit ihm gegenüber ausdrücken und ihn anbeten kann. Fühlt euch frei, lasst es auf euch wirken, macht mit, singt mit, wie es euch dünkt. Du bist schon.
Hashtag Stay at Home. Ich glaube, das ist momentan der Hashtag schlechthin. Und wir haben euch gefragt auf Instagram, hey, was macht ihr daheim die ganze Zeit? Und es sind viele Sachen reingekommen und ich würde gerne euch teilhaben an diesen Sachen, die reingekommen. Viele haben geschrieben, Lehren. Und dazu habe ich noch etwas zu sagen. Ich bin Lehrer und meine Schüler sind jeden Tag sowas von Büffeln. Alles online, E-Learning, ich habe Videokonferenzen. Und an dieser Stelle auch die hier zuschauen, Schüler, Lehrlinge, wo immer, die so E-Learning müssen machen müssen. Ich finde es stark, wie ihr dort umgestellt habt, wie ihr das könnt umsetzen könnt. Und wünsche euch viel Power, so als Lehrer zu Schülern. Gut, dann lesen. Hey, viele gesagt, Musik machen, ein Musikinstrument lehren. Und was nicht verwunderlich ist, Netflix und chillen. Und dann hat uns sogar jemand noch ein Video geschickt, wo sagt, was sie so den ganzen Tag oder die ganze Zeit daheim macht und was sie für Tipps hat. Hey zusammen, ich bin Nicole und ich mache im Moment den Lehrer Kita. Und ja, jetzt haben wir im Moment fast keine Kinder und darum habe ich jetzt viel mehr Zeit für mich allein daheim. Aber manchmal frage ich mich, was soll ich mit dieser Zeit machen? Und ich möchte mich einfach ermutigen, wenn es euch gleich geht, dass ihr einfach mal etwas anderes macht, als nur am Handy zu sein. Vielleicht könnt ihr noch eure Bibel schnappen und das ein bisschen stille Zeit machen. Oder ihr könnt etwas zeichnen oder einfach sonst etwas Neues ausprobieren. Und ja, vielleicht habt ihr auf einmal ein neues Hobby. Probiert es einfach aus! Zum Hashtag Stay at Home. Ich habe zwei coole Ideen. Das erste, macht eine Dankbarkeitsliste. Schreibt auf, für was ihr dankbar seid. Ich finde es so Kraft, wenn man mal den Blick aufs Positive kann richten kann, inmitten von all den negativen Sachen, die in dieser Zeit auf uns abprasseln. Und das zweite, Zoom, Skype, WhatsApp. Hey, nutzt die technischen Mittel. Bleibt in Kontakt mit euren Leuten, es ist so wichtig. Was man auch machen kann, daheim, ist Poetry Slam. Und wir haben ein Video von jemandem bekommen, das einen genialen Poetry Slam zu dieser aktuellen Situation gemacht hat. Jede Zeitung berichtet darüber, von 20 Minuten bis NZZ und von BZ bis Blick und schon am ersten Klick auf Instagram, Snapchat oder TikTok merkst, es gibt nur ein Topic. Corona. Der Virus, der sagt, ob du dein Grossi besuchen darfst, dass keine Ferien in Italien abspuchen wollen, oder nach einem Schniessen Einsamkeit und Ruhe geniessen. Er bringt halbe Völkerstämme in Quarantäne und niemand darf fahren. Gut, vielleicht muss man an dieser Stelle erwähnen, für Go, Migro, Lidl und Aldi ist es eine wahre Glückssträhne. Weil die einen für ihre Kriegsreserven mit ungesungen und grausigen Konserven. Ja, das Virus lässt die sämtliche Vorsätze über Bord werfen. Dann bekommen sie durcheinander mit den Nerven. Wir können es so Panik nennen. Du kannst das an folgenden Sachen erkennen. Obwohl die Fasnacht abgesagt ist, gehen jenste Masken über den Ladentisch. Veranstaltungen werden abgesagt, Betriebe lahmgelegt, der Typ vom BAG 24-7 live überdreht. Aber im Ernst, der Virus infiziert, polarisiert, isoliert und distanziert. Es ist eine Nachricht, die Eindruck und vielen Angst macht. Und darum habe ich mir Gedanken gemacht. Gibt es eine andere Botschaft mit so viel Sprengkraft? Eine andere Geschichte mit so viel Gewicht? Vielleicht eine, die sogar Leben verspricht? Und ihr Wort, da gibt es nur eine Antwort. Jesus. Der uns sagt, wie man mit Menschen umgeht. Uns vergibt und bei Gott vertritt. Der, der Kranke hält und Schwache dreht, ja sogar vom Tod versteht. Der, der nicht mit Macht und Kraft regiert, sondern allen Menschen dient. Der ist 24-7 für dich da. Du kannst mit jedem Zirkel kommen und wirst dabei noch ernst genommen. Aber Achtung, der Mann steckt da. Du musst nicht in Quarantäne gehen. Sondern kannst durch ihn Gemeinschaft mit Gott haben. Bei ihm kannst du Masken ablegen und sein, wie du bist. Hast du schon mal erlebt, wie das ist? Während Corona infiziert, polarisiert, isoliert und distanziert, ist Jesus der, der akzeptiert, motiviert, fasziniert und zusammenführt. Er hat eine Message, die Hoffnung gibt, auch in dieser schwierigen Corona-Zeit. Darum empfehle ich, anstatt Corona-Live-Ticker studieren,
könntest du es ja mal mit der Bibel probieren. So nice. Merci vielmals für den Poetry Slam, stark. Ich möchte gerne noch mal erwähnen, dass, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann steht von uns ein Team bereit, das euch Messages entgegennimmt. Ihr dürft uns schreiben via Instagram, Mail, wo immer. Wenn ihr ein Anliegen habt, eine Frage habt, was auch immer, meldet euch. Wir freuen uns auf eure Nachricht. So, ich hoffe, es ist alles klar bei euch in der Stube. Ich möchte gerne in den nächsten 10 Minuten einen Gedanken von mir mit euch teilen. Und zwar geht es um Jesus. Jesus, Sohn von Gott, der Influencer schlechthin, der die Welt völlig auf den Kopf gestellt hat und noch bis heute dicke Spuren hinterlassen hat. Und es ist eine Geschichte, die meiner Meinung nach sehr gut in die momentane Situation passt und zu mir hat geredet und ich hoffe, auch zu euch wieder reden. Ich hole ein bisschen aus. Es war so gewesen, dass Jesus ein Wunder gemacht hat. Er hat eine Menschenmenge von 5'000 Leuten mit 5 Brot und 2 Fisch gesättigt. Ein riesen Wunder und dann hat es einen riesen Hype gegeben um den Jesus. Jesus ist dann so ein bisschen geflüchtet von diesen Leuten, ist auf einen Berg gegangen in die Stille. Und am nächsten Tag, wo die Leute Jesus wieder gesehen haben, hat Jesus ihnen etwas gesagt. Und das lese ich nach vorne. Es steht in der Bibel, im Johannes 6, in den Versen 26 bis 27. Jesus antwortete ihnen: Ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Doch nur weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. 2 Verse, so viel Inhalt. Und wisst ihr, was die Leute dann gesagt haben, wo Jesus ihnen das gesagt hat? Ja, voll, gib uns von dem Brot, und zwar jeden Tag. Sie haben es nicht gecheckt, um was es geht. Und dann sagt Jesus: Hey, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, der wird nie wieder Durst haben. Brutal, brutal stark. Wenn wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr durstig sein. Was wollen wir mehr? Hungrig, durstig, nie mehr hungrig, nie mehr durstig sein. Was für eine Verheißung. Als Teenager hat mir mal jemand ein Bild mitgegeben, das mir bis heute ist geblieben. Und wo ich noch heute so vor mir habe, so stark vor mir habe und wo ich euch gerne heute euch gerne das weitergeben möchte. Und zwar hat die Person 2 Gegenstände gehabt und hat gesagt: Los, steh neu her, setz den ersten Gegenstand, jetzt nehmen wir die Tasse, etwa 0,5 Meter vor dir her. Und die zweite Tasse, 6 Meter vor der ersten Tasse entfernt, weiter vorne. Und dann hat er es verglichen mit dem Bild, dass die Distanz von dir zur ersten Tasse ist die Phase, das Leben auf dieser Erde. Und der Weg zur zweiten Tasse symbolisiert die Ewigkeit, was nach dem Leben kommt, nach dem Leben auf dieser Erde. Und er hat dann gesagt: Versuch mal, den Blick zu richten auf die erste Tasse. Du wirst die zweite Tasse nicht mehr sehen. Richte aber den Blick auf die zweite Tasse weiterhin und du wirst die erste Tasse sehen. Ich meine, was sagt mir das und was sagt uns das? Wir sollen unseren Blick auf das richten, was uns satt macht bis ans Ende des Tages. Und nicht auf das richten, was vergänglich ist, was nach dem Leben auf der Erde fertig ist. Und das ist genau das, was Jesus uns in diesen Versen im Johannes sagt. Er sagt: Hey, du dich nicht darum kümmern, um das Brot, das vergänglich ist, um die Sachen, die ihr hier auf dieser Welt könnt bekommen könnt. Du dich um das Brot vom Leben kümmern, das euch satt macht bis ans Ende und darüber hinaus bis in die Ewigkeit. Und das Brot vom Leben, das ist Jesus selber. Und er sagt: Kommt zu mir und dann werdet ihr nie mehr hungrig sein und nie mehr durstig sein. Hey, was für eine Verheißung. Und ich glaube, es passt so sehr in die Zeit, weil ich finde, die Zeit, die Ausnahmesituation, bietet die Möglichkeit, mal ehrlich einen Blick auf sein Leben zu werfen und sich zu überlegen, was ist wirklich relevant, was zählt in meinem Leben, was ist mir wichtig.
Und darum, das ist die Message heute Abend von meiner Stube zu euch in die Stube. Jesus ist die Hauptsache. Und von ihm in seine Nähe zu kommen, das ist das Brot, das euch satt macht und das er verhält, auch über den Tod hinaus, auch über das Vergängliche hinaus. Und wisst ihr, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Job, ich liebe meine Freunde, ich liebe den Wohlstand, den ich habe, ich liebe meine Hobbys. Und das ist gut, das sehe ich als Geschenk von Gott. Aber seien wir ehrlich, die Sachen sind vergänglich und die kann ich nicht mitnehmen nach dem Tod. Aber Jesus, der bleibt in meinem Herz. Die Beziehung, die ich zu ihm habe, der Glaube, den ich an ihn habe, den kann man niemand wegnehmen. Und auch nicht in dieser Situation, von dieser Pandemie, von dieser ganzen Hysterie, von dieser ganzen Panik und von dieser, vor allem dem Negativen und Schlechten, was wir haben. Und ich glaube, das ist die Hoffnung, die ich habe und die ich mir wünsche, dass die dir auch bekommen und die haben. Wie sieht es im Alltag konkret aus? Jesus sagt, kommt zu mir. Wie mache ich das? Momentan erlebe ich mega stark, wie die Bibel, das Wort Gottes, mir richtig satt macht. Jeden Tag lese ich aus der Bibel und ich mache das nach 4b, nach so einem 4b-Prinzip. Ganz einfach und mir hilft das extrem. Ich erkläre das euch ganz kurz. Das erste B steht für die Bibel. Ich lese die Bibel auf und lese ein paar Verse. Mal mehr, mal weniger. Das zweite B steht für Beobachten. Und ich frage Gott, hey, was willst du mir durch die Verse, durch die Worte, was willst du mir dir sagen? Und ich höre und bin still und warte auf seine Impulse. Und ich glaube ganz fest, wenn man das Buch einfach so liest, das Wort Gottes einfach so liest wie ein Buch, dann sagt es einem wenig. Aber wenn man das Buch, die Lektüre, das Lesen von der Bibel als fragend lesen und wirklich Gott fragen, hey, was willst du mir damit sagen? Hey, da sind so viele Schätze, die wir entdecken können. Das dritte B ist bedeuten. Was bedeutet es ganz konkret für mein Leben? Und ich überlege mir, hey, wie kann ich das, was ich gelesen habe, in mein Leben umsetzen? Wie kann ich das bringen? Wie kann ich das leben? Und das vierte ist dann beten. Und ich bete mit Gott und rede mit Gott darüber, über das, was ich gelesen habe. Und sage ihm, was ich vorhabe und bitte der hier um seine Unterstützung. Genau, 4b, das ist das, was mir momentan so viel gibt, wo ich wirklich die Nähe kann zu Jesus, wo ich wirklich, das kommt her zu mir, wo ich das wirklich kann umsetzen kann. Gebet ist etwas anderes. Zeiten haben, wo man einfach vor Gott kommt, nichts anderes macht, tut hören, tut beten, mit ihm kommunizieren. Das sind so Zeiten, wo mir extrem viel geben und wo für mich das bedeutet, das zu ihm herzugehen. Gut, vielleicht seht ihr das alles gar nicht und habt das Gefühl, hey, was sagt er da? Und das ist kein Problem. Ich möchte an dieser Stelle direkt sagen, hey, auch dort für diese Sachen, für deine Fragen, für deine Unklarheiten, für deine Zweifel, für deine Bedenken, die nehmen wir auch entgegen. Schreib uns auf WhatsApp, geht nicht, auf Instagram, schreib uns per Mail, uns kontaktieren. Das Team ist bereit, deine Message entgegenzunehmen und mit dir in Kontakt zu treten, wenn du das willst. Seid ihr ready für eine Challenge? Ich habe nämlich vor, mit euch mich und euch herauszufordern mit einer 7 Minuten stillen Challenge. Ich würde gerne mit euch 7 Minuten einfach eine Stille machen, wo wir einfach still werden und genau das machen, zu Jesus kommen. Sei das mit Bibel lesen, sei das mit Beten, zu ihm reden, auf ihn hören oder einfach nichts zu tun. Seid ihr dabei? 7 Minuten Stille, ich bin mega gespannt, was ihr erlebt.
hast mich geliebt noch, bevor die Welt es geschaffen. Liebe gibst du, ohne etwas zurückzuhalten. Jesus, mein Jesus. Auf deinen Schultern hast du die Last, die der Welt trägt. Hast alles gegeben als Beweis, dass du für uns bist. Jesus, mein Jesus. Siehst, was Spenden ist, es macht doch keinen Sinn. Wir wär's nie verstanden, wie du
das macht doch keinen Sinn. Wir werden es nie verstehen, wie du uns liebst. Unvorstellbar gross, nur der Himmel weiss, wie weit du würdest gehen, wie du uns liebst. Hey, welcome back. Ich bin so gespannt und ich bin jetzt wirklich wundern, was dir in dieser Zeit oder wie dir die Zeit erlebt hat. Gott ist so präsent und ich lebe Gott so präsent und ich wünsche mir so fest, dass er euch begegnen konnte und wird begegnen. Wenn du aber jetzt die 7 Minuten gar nicht hast können feiern oder ihn gar nicht hast können fühlen oder das Gefühl hast, es ist so schwierig oder was soll das? Hey, kein Stress. Meine, das ist etwas Schwieriges. Es ist wirklich etwas Schwieriges, die Stille auszuhalten. Und ich mache dir echt Mut. Such die Stille, such die Nähe zu Jesus, auch wenn es jetzt vorhin nicht geklappt hat. Zum Abschluss von dieser Session «Bless Ben at Home» möchte ich mit euch einen Vers aus der Bibel lesen. Und ich bin so was von überzeugt, dass das Wort von Gott, die Bibel, so viel Kraft hat. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt zusammen diesen Vers aussprechen können und uns Kraft und Hoffnung geben für die kommende Zeit. Der Vers steht in Johannes 14, Vers 27 und wird jetzt eingeblendet werden. Lesen wir doch diesen zusammen, wenn ihr wollt. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Was für eine Verheißung. Das nehmen wir für die nächsten Tage, für die nächste Zeit. Es bleibt mir noch zu sagen, dass wenn du irgendetwas erlebt hast mit Gott, sei das heute Abend oder auch schon vorher, dann würde ich mich mega freuen, wenn von dir zu hören. Wir wollen lange ermutigen. Und du darfst dich sehr gerne bei uns melden. Per Mail oder auch per Instagram. Wir würden uns freuen über deine Nachricht. Wir haben über Instagram eine Nachricht bekommen von einer jungen Frau, die gerade erzählt, wie sie momentan Gott erlebt. Und das möchten wir euch nicht vorenthalten. Das Video zeigen wir euch sehr gerne. Genau. Aber Gott geht mega präsent. Auf der ganzen Welt sind alle viel mehr eingeschenkt als sonst. Wir lernen schätzen, was wir haben, merken, was wesentlich ist und uns erfüllt. Wir beten in dieser Zeit alle viel mehr füreinander. Vor allem für die, die auf Berufe arbeiten, die gerade überlebenswichtig sind. Für die Leute, die wichtige Entscheidungen treffen müssen. Und die, die an Corona erkrankt sind. Der Virus öffnet uns die Augen und zeigt, dass wir nicht Kontrolle haben. Dass wir Geschöpfe sind und nur den Plan von unserem Schöpfer erzählt. In diesem Sinn wünschen wir euch von ganzem Herzen Gottes Nähe für die kommende Zeit. Sucht seine Nähe. Im Psalm 73, Vers 28 heisst, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das ist so wahr. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr auch trotz schwieriger Zeit, trotz Herausforderungen, echt festhalten an den Verheißungen, die ihr heute Abend gehört habt, die ihr werdet hören, im Wort, in den Zeiten mit Gott, wo ihr Sachen bekommen von ihm. Und genau, ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen, behütet euch Gott und bis zum nächsten Mal. Drum erhebe die Nacht.
ist Vater, Erlöser, Freund und Gottes Sohn. Kein Name ist so kraftvoll, so gewaltig und unbeschreiblich. So liebend, so heilsam und berührend wie deine Hände. Genau das ist es, was ich brauche, der Frieden, den schenkst nur du. Genau das ist es, was ich suche, bei dir komm ich zur Ruhe. Genau das ist es, was ich brauche, der Frieden, den schenkst nur ist Vater, Erlöser.